Hallo, in diesem Webcast möchte ich zeigen, wie wir unser Bootstrapping in unserer Applikation, in unserem ERP-System umgesetzt haben. Und zwar haben wir uns für einen Ansatz, also einen Kompositionsansatz entschieden. Und ich fange mal an mit den zwei Kontrakte, die dafür notwendig waren. Es ist einmal Bootstrapper Action, die hat nur die Methode Execute und erwartet einen Bootstrapper Kontext. Und der Bootstrapper-Kontext ist im Prinzip relativ einfach. Der hat einen IOC-Container, in unserem Fall Castle Windsor, und eine Applikationskonfiguration, also eine eigene Definition, was wir alles für unsere Applikation an Settings brauchen. Ist natürlich auch private, dass das jetzt nicht mehr verändert werden kann. Sprich, der Bootstrapper-Kontext soll für den kompletten Bootstrapping-Vorgang der gleiche bleiben, dass wir jetzt nicht den Container einen anderen Container reinschreibt und so weiter. Also im Prinzip auch ein kleiner Schutz, ja, dass jetzt die Programmierer, die sich sowas bauen wollen, dass die nicht hier falsch die API verwenden. Dann diese Actions sind für uns quasi einzelne Schritte, die während des Bootstrappings durchlaufen werden müssen. Und eine Sammlung von denen nennen wir I am a Bootstrapper Composition. Das ist ein Interface, wo diese Actions eben als enumerable dranhängen. Und jetzt kann jeder Entwickler hergehen und sich eigene Bootstrapper Compositions basteln. Einen sehen wir hier. Das ist der von uns für die Integrationstests oder generell für Tests einfach. Hier ist die Implementierung einer Bootstrapper Composition. Und hier ist eben diese Vorgabe vom Interface, die Actions, die hier definiert sind. Wie man hier sieht, für das Bootstrapping beim Testen brauchen wir natürlich keinen Logger, also haben wir hier einen Null-Logger definiert. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, dann implementiert dieser natürlich einmal Bootstrapper-Action. Bei dem richtigen Bootstrapping würde hier jetzt ein anderer Logger, also ein Logger, der natürlich was macht, implementiert werden. Vielleicht schauen wir uns das Ganze mal ganz kurz an. Was haben wir denn hier für Implementierungen? Wir haben zum Beispiel hier für unseren Client und hier haben wir dann auch einen, das nennt sich Logging Initializer, und wir haben in dem Fall sogar noch einen Logging Config Observer. Das heißt, dass während die Applikation läuft und man möchte was an der Art, wie gelockt wird, ändern, dann gibt es da einen Observer, der darauf hört und dementsprechend dann das Logging umstellt, dann, damit man nicht nochmal im Prinzip die Anwendung neu starten muss. Das heißt, diesen Step, den gibt es schon mal gar nicht beim Bootstrapping fürs Testen. Und in dem Fall ist beim Bootstrapping fürs Testen einfach ein Null-Logger implementiert. Jetzt, wo ich es gerade so erzähle, merke ich natürlich, wie sinnfrei das ist. Wir könnten den Null-Logger einfach rausschmeißen. Fragt mich nicht mehr, was das für einen Hintergrund hatte. Wahrscheinlich braucht man das gar nicht mehr, so im Nachhinein. Ja, auf jeden Fall, jetzt kann jeder Entwickler hergehen und für sein Projekt, wenn er jetzt zum Beispiel eine eigene Anwendung bastelt, kann er sich so eine Bootstrapper Composition machen und haut da eben rein, was benötigt wird. Database Initializer als bestes Beispiel, ja, man braucht vielleicht für eine kleine App, die jetzt was aus irgendwelchen Gründen gebaut wird, keinen Datenbankzugriff, ja, dann lässt man einfach diesen Bootstrapper-Step weg. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, haben wir relativ viele Actions. Ja, hier haben wir eine ganze Reihe IOC-Loader, das ist ein gutes Beispiel. Wir haben, wie vorhin schon erwähnt, einen eigenen Container. Das wird man so gut wie immer brauchen beim Bootstrapping. Andere Sachen, schauen wir mal. Ja, ein Program Version Reader, das wäre wahrscheinlich für eine kleine App, gibt es das nicht. Für unser ERP-System brauchen wir sowas natürlich. Und jetzt ist es auch so, dass einige Actions, das ist jetzt unsere große Solution mit allen Projekten vom ERP-System. Jetzt gibt es noch andere Solutions und andere Projekte, die haben dann nochmal selbst eigene Bootstrapper-Actions. Bestes Beispiel ist im Prinzip unsere Dienst-Solution, wo die ganzen Dienste drin hängen. Das sind dann nochmal eigene Bootstrapper-Actions, die so nirgendwo gebraucht werden. Die Bootstrapper-Composition für die Dienste ist natürlich auch in der Dienst-Solution implementiert.
habe ich hier gerade mal aufgemacht. Genau, Services Bootstrapper Composition. Da ist das alles anders definiert. Da braucht man beispielsweise beim Dienst natürlich kein Login-Dialog. Das heißt, braucht nicht, man darf sowas gar nicht implementieren. Das kann man aber schlecht beim Dienst machen. Oder beim Dienst, weil der von Windows gestartet wird, ist erstmal das Standardverzeichnis, in dem er läuft, auch wenn die DLL oder die Exe, die gestartet wird, woanders liegt, ist standardmäßig erstmal, ich glaube, System 32. Und deswegen braucht man hier noch einen Bootstrapper-Step, der erstmal ins aktuelle Verzeichnis wechselt. Ist was Einmaliges, das gibt es eigentlich auch nur bei den Diensten. So, gehen wir zurück. Wenn man jetzt so eine Bootstrapper-Composition sich implementiert hat, dann braucht man natürlich noch die Möglichkeit, es auszuführen. Und dafür gibt es einen Bootstrapper-Executor, der liegt in unserer Infrastruktur. Der ist public und da gibt es eine Methode, eine statische Methode, Startup Application, und an diese übergibt man eben die Bootstrapper Composition. Das sieht jetzt gerade hier nach ein bisschen viel Code aus, aber wenn man genauer hinschaut, das ist im Prinzip Locking. Das Einzige, was da gemacht wird, ist dann der Bootstrapper Kontext erzeugt und dann wird über jede Action drüber iteriert und die Execute Methode aufgerufen. Das Drumherum ist im Prinzip nur Logging und eine kleine Zeitmessung, wie lange jede einzelne Bootstrapper-Action dauert. Aber das Eigentliche passiert hier unten, ja, hier Action, Execute und dann wird der Kontext übergeben. Also im Prinzip, wenn man das Ganze drumherum bei sich nicht haben will, reichen hier drei Zeilen, in denen man über die Actions drüber iteriert und dann jede Action nacheinander ausführt. Derjenige, der die Implementierung des Bootstrappers macht, der Bootstrapper Composition macht, muss natürlich gewährleisten, dass die Actions in der richtigen Reihenfolge zurückkommen, dass die Actions sauber implementiert sind. Das Interface gibt ja schon die Schnittstelle vor. Und das Tolle ist jetzt auch, man kann natürlich einen Integrationstest schreiben, der allgemein für jeden Bootstrapper, für jede Bootstrapper Composition ausgeführt wird. Ich schaue gerade mal, ob ich den. Da habe ich den Spaß. Und zwar haben wir hier eine Bootstrapper Specs Motherbase, habe ich das genannt. In dem Fall arbeiten wir tatsächlich mal mit Vererbung. Und das ist also im Prinzip immer der Aufbau für jeden Bootstrapper, der getestet werden soll. Und wenn man hier sich das mal anschaut, hier leite ich von dieser Motherbase ab. Establish Context. Hier sage ich jetzt, welchen Bootstrapper. In unserem Fall ist es der Client Bootstrapper with given user composition. Und der Test sagt dann eben, dass der Container geladen sein soll, dass unsere Applikationskonfiguration geladen sein soll und dass kein Fehler aufgetreten sein darf. Und was habe ich noch? Das habe ich in dem Fall, dass eben noch der entsprechende User eingeloggt ist. Ich schaue gerade mal, ob ich den für den Dienst auch noch finde. Da ist er. Schauen wir gerade mal, dass wir das vielleicht so ein bisschen untereinander bekommen, oder nebeneinander, dass man das auch sieht. Ja. Also hier diese drei Tests oben, dann soll der Container geladen sein, die App-Config geladen sein und kein Fehler geworfen werden. Das haben alle Bootstrapper. Dann kann man das noch ergänzen um eigene Tests, die man testen will. Das brauche ich bei den Diensten beispielsweise nicht. Bei dem habe ich noch getestet, ob auch ein Logged-in-User gesetzt ist. Beim Dienst loggt sich natürlich kein User in irgendeiner Form ein, sondern ist einfach der Dienst selbst, der da läuft. Und bei der Bootstrapper, die Bootstrapper Composition für die Dienste, sieht man hier beispielsweise auch, wird hier instanziert, während da oben eben, wie gesagt, der Client Bootstrapper instanziert wurde. Also die Tests sind auch aus meiner Sicht sehr übersichtlich, sehr einfach verständlich. Wir verwenden hier übrigens Machine Specifications als Framework. Ich finde es auch immer wichtig, auch Clean Code bei Tests selbst zu beherzigen. Weil oftmals arten dann die Tests extrem aus, weil da irgendwie niemand drauf achtet, sondern nur auf den zu testenden Code achtet. Und das ist im Nachhinein dann genauso schwierig zu warten, wie wenn man den Code selbst jetzt im Prinzip, sagen wir mal, mehr schlecht als recht implementiert hätte. Ja, und so sieht bei uns das Bootstrapping aus. Wie gesagt, wir verwenden hier Composition over, also wir bevorzugen hier Composition statt
statt Inheritance. Inheritance finde ich eh ein bisschen ein Code-Smell, auch wenn das mit der objektorientierten Programmierung natürlich einhergekommen ist. Ich würde heutzutage, wenn es geht, immer auf Vererbung verzichten. Hier habe ich mal eine Ausnahme gemacht bei den Bootstrapper Motherbase-Specs. Und wir fahren eigentlich sehr gut damit, sehr flexibel, sehr leicht anzupassen, sehr leicht zu testen. Jeder einzelne Step ist sehr gut zu testen. Jetzt gehen wir vielleicht gerade nochmal in so ein I am a Bootstrapper Action rein und schauen uns das mal ganz kurz an. I am a Bootstrapper Action. Ich habe hier beispielhaft eine mal rausgegriffen. Das nennt sich Credential Files Checker. Und wie man hier sieht, ist es sehr übersichtlich. Also da gibt es groß gar keinen langen Code. Macht also sehr einfach zu testen. Und hier sind dann die Tests dazu. Ja, auch nichts Großartiges, weil man hat durch diesen Ansatz natürlich die Möglichkeit, sehr feingranular vorzugehen. Jede Action für sich, schön kleine Actions machen. Mit dem Kontext, der dann durch alle Actions durchgereicht wird, hat man dann die Möglichkeit, eben Ergebnisse weiterzureichen. Und dann macht das Ganze auch natürlich sehr einfach. Ja, Feedback nehme ich gern an. Wer Fragen hat, einfach mich anschreiben. Ich werde in das Video die entsprechenden Links reinposten. Und danke fürs Zuhören.